Warum ich mitmache? Nach meiner Ausbildung wollte ich die Welt mit anderen Augen sehen. Etwas dazulernen, mit anderen zusammen etwas verändern. Das kambodschanische Lächeln, die Gastfreundschaft, die Höflichkeit, das sind alles Erfahrungen, die ich in Kambodscha als Brot für die Welt Freiwilliger gesammelt habe und die prägen mich bis heute. Der Freiwilligendienst hat mich in meiner Entscheidung bestätigt, soziale Arbeit zu studieren. Denn ich möchte es auch weiterhin schaffen, Menschen mit meiner Arbeit ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Mach mit! Zur Wochenmitte folgende Themen. Gute Figur, Tipps für Motorradfahrer. Gute Arbeit, Neues von der Welterbebewerbung. Und gute Idee, Schwarzenberger Sammeltassen. Glück auf! Ein Blick auf den Kalender verrät, in 4 Wochen ist die Weihnachtszeit dran. Man merkt's auch in unserer Sendung, die weihnachtlichen Themen drängen nach vorn. Für die zuweilen recht hektische Vorweihnachtszeit möchte ich Ihnen einen Spruch mitgeben. Die Herrschaft über den Augenblick ist die Herrschaft über das Leben. Nicht schlecht, oder? Die klugen Worte stammen von Marie von Ebner-Eschenbach. Ob sie beim Verfassen des Spruchs auch das sportlich betriebene Motorradfahren vor Augen hatte, darf bezweifelt werden. Die Frau lebte von 1830 bis 1916. Doch irgendwie finde ich, das passt zur Rennfahrerei. Die Herrschaft über den Augenblick ist die Herrschaft über das Leben. Bei Max Neukirchner kann man jetzt lernen, wie man auf dem Motorrad den Augenblick ein Stück weit besser beherrscht. André Teubner hat den Stolberger für uns nach Portugal begleitet. Max Neukirchner mutiert nach der IDM Superbike-Saison vom Racer zum Instructor. Ist für den Rennfahrer aus Stolberg die schwere Saison vorbei, könnte er sich mal eine Auszeit von der Rennstrecke gönnen. Doch schon wenige Tage nach der letzten Zielflagge 2015 sieht man den 32-Jährigen wieder auf dem Motorrad und der Rennstrecke. Max gibt seine enorme Erfahrung auf 2 Rädern weiter, indem er Rennstreckentrainings anbietet. Das heißt, alle, die ihr Motorrad besser kennenlernen wollen, können Max buchen. Logischerweise finden die Trainings in der Wintersaison in südlichen Ländern statt. Oftmals in Spanien, wo es bekanntlicherweise eine sehr große Auswahl an Rennstrecken gibt. Wir haben Max nach Portugal begleitet, wo er im Autodromo Internacional do Algarve mit dem 63-jährigen Horst R. ein solches Training absolvierte. Horst, der seit 20 Jahren das Motorradfahren zu seinem Hobby gemacht hat, hat sich vieles selbst beigebracht. Leider auch viele Sachen, die beim Motorradfahren eher hinderlich, wenn nicht sogar gefährlich sein können. Wichtig ist zuallererst die richtige Sitzposition. Wie kommt der Fuß auf die Fußrasten und wie fahre ich sicher durch die Kurve? Max analysiert die Fahrweise. Alles wird mit Kameras am Motorrad gefilmt. Durch die Analyse des Profis wird im Training sehr einfühlsam versucht, den jeweiligen Fahrstil des Hobbypiloten zu verbessern. Alles in allem ist das eine sehr nützliche Sache für alle Biker, die auf ihrer Maschine eine bessere Figur abgeben wollen. Alle weiteren Informationen zum Rennstreckentraining oder wie man am besten den Stolberger IDM Superbike-Piloten bucht auf max-neukirchner.de. Die Vertreter der Landkreise, Städte und Gemeinden im UNESCO-Welterbeprojekt Montanregion Erzgebirge kamen am Dienstagnachmittag in Oelsnitz zur Abschlusssitzung des Welterbekonvents Erzgebirge zusammen. Dabei wurde die Verantwortung für die Trägerschaft vom Welterbekonvent an den neu gegründeten Welterbeverein übergeben. Seit 2011 fungiert der Welterbekonvent als das Entscheidungsgremium der antragstellenden Region.
Grundlage war ein öffentlich-rechtlicher Vertrag, der zum 31. Dezember 2015 endet. Als verantwortliche Gesamtprojektsteuerung des Welterbeprojektes fasste die Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH in ihrem Abschlussbericht die Arbeit der letzten Jahre zusammen. WFE-Geschäftsführer Matthias Liske hob dabei die große Bandbreite der Aufgaben hervor, die die Gesellschaft im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Vertrages mit ihren Partnern im Projekt bis Ende 2015 umgesetzt hat. Auch zur Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Vertrages zog die WFE ein Resümee. Insgesamt wurden im Antragsprozess zwischen 2011 und 2015 gut 1,5 Millionen Euro investiert. Davon wurden ca. 1 Million Euro durch die beteiligten Landkreise, Städte und Gemeinden der Region bereitgestellt. Über Fördermittel der Europäischen Union wurden ca. 500.000 Euro akquiriert. Der Freistaat Sachsen steuerte knapp 40.000 Euro zum Antragsverfahren bei. Im Anschluss an die Konventssitzung fand die erste Mitgliederversammlung des Vereins Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V. statt. Der Verein übernimmt ab 1. Januar 2016 offiziell die Trägerschaft für das Welterbeprojekt. Die Vereinsgeschäftsführung für das Jahr 2016 wurde der WFE GmbH übertragen. Dazu wurde in der Sitzung eine Rahmenvereinbarung unterzeichnet. Das Verfahren zur Entscheidung des Welterbeantrages befindet sich derzeit auf einem guten Weg. Nach der erfolgreichen Expert Mission im September wurden im Oktober erste Nachfragen der Experten beantwortet. Ende November findet eine Befragungsrunde mit ICOMOS statt, ehe der Internationale Denkmalrat im Dezember bzw. spätestens im Januar 2016 seine Empfehlungen ausspricht. Ab diesem Zeitpunkt besteht die Möglichkeit für weitere Nacharbeiten. Die Entscheidung zur Aufnahme der montanen Kulturlandschaft Erzgebirge Kruschnori in die Welterbeliste fällt zwischen 10. und 20. Juli 2016. Dann tagt das UNESCO-Welterbekomitee zu seiner 40. Sitzung in Istanbul. Wie der Abfallzweckverband informiert, kommt es in der Bereitstellung der ortsbezogenen Abfallkalender für das kommende Jahr zu Änderungen. Beginnend ab Ende November 2015 werden in Abstimmung mit den Stadt- und Gemeindeverwaltungen die Abfallkalender 2016 entweder mit den gemeindlichen Amtsblättern ausgetragen, an den Verteilstellen der gemeindlichen Amtsblätter zur Mitnahme ausgelegt oder über Zustelldienste verteilt. Eine Übersicht der Verteilwege und Termine ist auf der Homepage des ZAS, za-sws.de, Rubrik Aktuelles, eingestellt. Dort sind auch alle ortsbezogenen Abfallkalender 2016 verfügbar. Zur Pressekonferenz im Rathaus Schwarzenberg am 24. November wurde auch das neue Tassenmotiv für den Schwarzenberger Weihnachtsmarkt 2015 vorgestellt. Unter dem diesjährigen Thema Eisenbahn und Eisenbahnmuseum sind verschiedene Züge sowie das Schloss von Schwarzenberg mit Kirche zu sehen. Wie bereits seit einigen Jahren wurde auch das 2015er Motiv wieder durch den Schwarzenberger Künstler Ralf Alex Fichtner geschaffen. Gegen 2 Euro Pfand pro Stück können insgesamt 10.000 Tassen auf dem Weihnachtsmarkt ausgegeben werden. Die Prägung von unterschiedlichsten Motiven mit Sehenswürdigkeiten von Städten rings um Schwarzenberg gibt es auf den Tassen bereits seit 1992. Aktuell wird das Thema Palliativmedizin und Hospizarbeit intensiv diskutiert. Die ambulante Hospizarbeit steht und fällt mit dem Engagement und dem Idealismus vieler freiwilliger Mitarbeiter, den ehrenamtlichen Hospizhelfern. Im ambulanten Hospizverein Allerbrunn sind derzeit 58 Hospizhelfer am Einsatz. Seit dem 26.10.2015 absolvieren 14 Personen im kommenden Dreivierteljahr einen Ausbildungskurs für ehrenamtliche Hospizhelfer, um danach, wenn möglich, ehrenamtlich tätig zu werden. In Schneeberg ist der Besuch der Viertklässler aus der Hans-Marchwitzer-Grundschule und der Pestalozzi-Grundschule an der Oberschule Bergstadt Schneeberg schon Tradition. Ziel dieses Besuches ist es, entsprechend des Lehrplanes der Klasse 4, die weiterführenden Schulen mit ihren Angeboten kennenzulernen, was sich in der Praxis am anschaulichsten umsetzen lässt.
Besonders neugierig waren die Kleinen natürlich auf die Fächer, die sie ab der 5. Klasse neu erteilt bekommen. So hieß es also, sich auf Geografie, Physik, Biologie und Geschichte einzulassen. Und wenn auch das Fach Wirtschaft, Technik, Hauswirtschaft erst in Klasse 7 dazukommt, macht es doch jedes Jahr Spaß, sich in der Küche auszuprobieren. Zum Sport. Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue und Innenverteidiger Pavel Baranowski gehen ab sofort getrennte Wege. Der 25-jährige Pole bat den Verein um eine vorzeitige Vertragsauflösung. Auf Stürmer Björn Kluft muss der FCE aufgrund eines Meniskusschadens am linken Knie bis zum Ende des Jahres verzichten. Der 25-Jährige wurde am Mittwoch am Helios-Klinikum in Aue operiert. Unterdessen hat ein junger Stürmer ein Probetraining bei den Veilchen aufgenommen. Es handelt sich um den 22-jährigen Barudin Atajic, der aktuell für den finnischen Meister spielt. Atajic besitzt die Staatsbürgerschaften von Schweden und Bosnien-Herzegowina, wo er auf Einsätze in der U21-Nationalmannschaft verweisen kann. Die Heimatverbundenheit der Erzgebirger ist im Vergleich zu Befragten aus anderen Regionen besonders groß. Das ist ein Ergebnis einer Studie des Regionalmanagements Erzgebirge zum Image der Region. Wir stellen Ihnen diese Woche einige Ergebnisse der Umfrage vor. Befragt nach den Gründen für den Aufenthalt im Erzgebirge geben insgesamt 75% der befragten Privatpersonen einen Urlaub an. 28% waren bei Verwandten oder Bekannten zu Besuch. 12% waren auf Geschäftsreise im Erzgebirge, 9% haben hier einmal gewohnt. 7% der Befragten sind im Erzgebirge geboren. Mehrfachnennungen waren möglich. Wie sich das in Sachsen, den neuen Bundesländern sowie den alten Bundesländern verhält, zeigen im Diagramm die Balken 2 bis 4. Jetzt wollen wir mal über den Erzgebirgskreis hinausschauen. Und zwar nach Mittelsachsen, eine Gegend, die sich für Erzgebirger für einen Tagesausflug gut anbietet. So gibt es zum Beispiel im Muldental mehrere sehenswerte Schlösser und Burgen. Dazu gehört die Burg Mildenstein in Leisnig, die heute nach umfangreichen Sanierungsarbeiten wieder in altem Glanz erstrahlt. Auf einem Porphyrfelsen, hoch über der Freiberger Mulde, steht die Burg Mildenstein. Die Leisniger Burganlage gilt als eine der ältesten in Sachsen. 1046 wurde der Burgwart erstmals urkundlich erwähnt. Im letzten Drittel desselben Jahrhunderts erhielt die Burg Wiprecht von Kreutsch als Dank für treue Dienste. Im Jahr 1158 wurde die Burg Leisnig unter Eigentum von Herzog Friedrich III. Von Schwaben, dem späteren Kaiser Barbarossa, zur Reichsburg erhoben. Der Bergfried aus dem 12. Jahrhundert und die romanische Kapelle gehören zu den ältesten erhaltenen Teilen der Burganlage. Die Ursprünge der Kapelle reichen bis ins 11. Jahrhundert zurück. Den Anfang des 15. Jahrhunderts umgebauten Ostchor prägt der spätgotische Flügelaltar. Heute beherbergen die Kapelle und das benachbarte Aktengewölbe die Ausstellung Die Botschaft der Heiligen, sakrale Plastiken aus 5 Jahrhunderten. Vor gut 100 Jahren begann hier der museale Betrieb auf Burg Mildenstein. Seit 1910, Grundstock des Museums, wurde gebildet durch den Geschichts- und Altertumsverein hier in Leisnig. Viele Objekte, die heute noch in unseren Magazinräumen schlummern, gehen auf die Sammelleidenschaft dieser Herren zurück. Und der erste Museumsraum war neben der Kapelle, späterhin war einer der Rittersäle für die Öffentlichkeit zugänglich. Und wie gesagt, wurde also in Burg Mildenstein schon einige Jahrzehnte als Museum genutzt. Zu DDR-Zeiten war es ein sogenanntes Kreismuseum. Heute sind auf Burg Mildenstein mehrteilige Dauerausstellungen zu sehen. Der Teil Machtsymbol in Stein erbaut, informiert über die Entstehung und die Baugeschichte der Burg Mildenstein. Der zweite Teil der Dauerausstellung von Amts wegen widmet sich den wichtigsten Persönlichkeiten der Burggeschichte und verdeutlicht vor allem die Aufgaben eines kursächsischen Amtes.
Nun zu den Veranstaltungstipps und Terminen. Ein Tipp für Görlitz-Reisende. Dort heißt es Adventsschaufensterbummel mal anders. Bis Mitte Januar 2016 wird eine Ausstellung herausragender Arbeiten der Studienrichtung Modedesign der Fakultät Angewandte Kunst Schneeberg gezeigt im Jugendstil-Kaufhaus. Die Ausstellung kam zustande durch die gemeinsame Initiative des Kaufhauses und André Subarevs, des Art Directors des Euro Fashion Awards, der erstmalig im April 2016 im Kaufhaus Görlitz ausgetragen wird. In der Ausstellung werden anhand von 18 ausgewählten Studien- und Abschlussarbeiten die Kerngebiete der Ausbildung in Schneeberg präsentiert. Nach der Ausstellung ziehen die Designpuppen dann in die Hauptstadt zur Berlin Fashion Week um, um sächsisches Textil- und Modedesign und die große Bandbreite des Studiums weiter hinauszutragen. In Zwönitz ist die Raritätensammlung Bruno Gebhardt zurzeit zwar krankheitsbedingt geschlossen, doch in der Advents- und Weihnachtszeit gibt es an zwei Tagen die Möglichkeit, die Ausstellung zu besuchen. So ist die Sammlung am kommenden Sonntag, dem 1. Advent, von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Der zweite Termin ist der zweite Weihnachtsfeiertag. Führungen für Gruppen ab 5 Personen sind auf Voranmeldung auch außerhalb dieser Termine möglich. Anmeldung per Mail an info@zwoenitz.de. Jahr für Jahr verwandelt sich die Stadthalle Chemnitz am ersten Adventswochenende in ein Weihnachtsland der besonderen Art. Rund 60 erzgebirgische Aussteller präsentieren in den Foyers traditionelles und modernes Kunsthandwerk und lassen sich in zahlreichen Vorführungen über die Schultern schauen. Aber nicht nur die Aussteller geben einen Einblick in ihre erzgebirgische Handwerkskunst. Alljährlich wird den Besuchern das Schaustück der Handwerkskunst präsentiert. In diesem Jahr wird Kettensägenschnitzer Markus Baumgart gemeinsam mit Enrico Klettke verschiedene lebensgroße Figuren einer Krippenszene sägen. Ein vielseitiges kulturelles Rahmenprogramm begleitet die Handwerksschau. So präsentieren am Samstag die Mundartsprecherin Regine Seifert zahlreiche Erzgebirgsensembles, Choristen, Tänzer und Musiker mit Advent im Erzgebirg ein weihnachtliches Programm im großen Saal. Am Sonntag gestalten die Sängerinnen und Sänger des Studio WM unter dem Titel Weihnachten mit Studio WM ein Programm von traditionellen Weisen bis hin zur modernen internationalen Weihnachtsmusik. Weitere Infos und Tickets unter www.advent-erzgebirge.de. Ich hoffe, es war für Sie auch heute wieder zum einen informatives und zum anderen auch unterhaltsames dabei. Empfehlen Sie RTV Kompakt ruhig weiter. Noch weiß nicht jeder, dass wir von Montag bis Freitag täglich neu etwa eine Viertelstunde über das berichten, was Erzgebirgern wichtig sein kann. Am Donnerstag 20 Uhr startet eine neue Sendung, die ab dann bis Freitag 20 Uhr alle 2 Stunden zu sehen ist. Heute sehen Sie hier noch die Tagesbilder und das Wetter. Ich verabschiede mich vorher mit dem Bergmannsgruß. Glück auf, Ihr Carsten Blechschmidt. Sauerbraten, Rotkohl. Und was gibt's dazu? Ganz klar, die feinen Butterwickelklöße von der Konditorei Bauerfeind. Die mag jeder. Einfach tiefgefroren ins heiße Wasser, kochen, fertig. Original erzgebirgisch genießen mit wenig Aufwand. Jetzt bei Edeka, Neukauf, Simmel und Kaufland sowie in führenden Einzelhandels- und Fleischereifachgeschäften.